Hey Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog von mir und zwar aus Canggu. Heute startet meine Bali-Vlog-Reihe. Ja, ich bin jetzt 4 Wochen mit meiner besten Freundin auf Bali und ja, ich bin sehr gespannt auf die Zeit da. Heute ist Tag 1 und wir gehen jetzt erstmal was frühstücken. Die Sonne scheint, also wir haben richtig Glück, weil eigentlich ist hier ja gerade Regenzeit. Und ja, ich nehme euch wie immer mit und wünsche euch ganz viel Spaß. Okay Leute, erste Rollerfahrt, war schon mal sehr interessant, aber wir haben es überlebt, das ist die Hauptsache. Und hier und vor allem hat es nur 20 Cent gekostet. Ja, richtig. Wir haben 20 Cent bezahlt und wir sind jetzt im Crate Café. Crate Café, ne? Ja. Und wirklich, wir haben 12 Euro für alles bezahlt, 5 Sachen und es war wirklich so, so gut. Also vor allem eine riesige Portion. Ja, ja. Wir sind jetzt satt bis... Weiß ich nicht. Sehr satt. Es ist sehr voll, sehr touristisch, aber auch schon sehr geil. Aber die waren trotzdem relativ schnell, obwohl es so voll war. Ja. Und man findet da trotzdem einen Platz, weil es ja ziemlich groß. Ja. Aber nur Touris. Hier sind nur Touris. Die einzigen indonesischen Menschen hier sind die, die hier arbeiten. Ja. Und jetzt schauen wir uns die Gegend hier ein bisschen an. So Leute, ich wurde schon Opfer eines T-Shirts. Hier kann man so sein eigenes Parfüm machen. Wir überlegen, das jetzt zu machen. Leute, wir sind jetzt zurück im Airbnb und ruhen uns jetzt hier ein bisschen aus und da gehen wir später noch zum Essen. Ich finde Canggu wirklich richtig schön und ich dachte, es ist viel, viel dreckiger und so vermüllter, aber wirklich, ich finde es wirklich ganz toll hier. Wir gehen jetzt zum Essen, weil wir haben sehr Hunger. Bauchschmerzhunger. Bauchschmerzhunger. War wirklich richtig, richtig gut. Hat auch eine vegane. Sehr gut. Ich fühle mich wie im Paradies.
So Leute, wir waren jetzt erstmal entspannt frühstücken und sind dann zum La Brisa Sunday Market gelaufen. Der war richtig, richtig schön. Also wirklich diese ganz vielen kleinen Stände. Und jetzt sind wir noch in diesem Beach Club La Brisa, glaube ich. Und jetzt trinken wir hier noch eine Limonade und dann gehen wir, glaube ich, noch zum Strand. So Leute, wir haben uns jetzt ein bisschen ready gemacht und buchen uns jetzt einen Roller und fahren dann zum Essen. Wir waren jetzt den ganzen Tag in diesem Beachclub, der war richtig cool und ja, jetzt haben wir uns ein bisschen ready gemacht und jetzt gehen wir zu Luigi's. Da soll halt irgendwie ein Event sein und ja, deshalb los geht's. Morgen Leute, ich dachte, ich gebe euch jetzt mal so ein kleines Update, weil ich ja die letzten zwei Tage nicht so viel geredet habe, aber wir haben hier wirklich eine wunderschöne Zeit. Tschango finde ich ganz, ganz toll. Hier hat so viele schöne Cafés und Restaurants und wir waren jetzt auch gestern und vorgestern in so zwei Beachclubs, die waren auch richtig cool und heute machen wir jetzt so einen richtigen Spa-Day. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken und dann wollen wir uns die Nägel machen lassen, weil das hier ja echt um einiges günstiger ist, so wie eigentlich alles, muss ich sagen. Also wir haben jetzt noch nichts gefunden, was so irgendwie teurer ist als bei uns und danach haben wir uns noch eine Massage gebucht in so einem Spa und ja, ich bin mal sehr gespannt, aber jetzt geht's erstmal zum Frühstück. Okay Leute, ich habe einen Spirulina Latte. Bin sehr gespannt, wie der schmeckt. Das schmeckt wie ein Matcha Latte, nur nicht so intensiv. Also wie ein Matcha Latte. Also Spirulina Latte schmeckt irgendwie nach nix. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Also ich ahne, was du meinst. Es schmeckt ein bisschen wie ein Matcha Latte. Also es hat so einen Hint davon. Also ich finde, es schmeckt wie ein Light Matcha Latte. Aber light, super light Matcha Latte. Thank you.
fühle mich, als wäre ich neu geboren. Wirklich. Es war so toll. Und eine Stunde hat jetzt 15 Euro gekostet. Und es war wirklich wow. Und jetzt lassen wir uns hier die Nägel machen. Also das ist jetzt das Endergebnis. Muss mich noch dran gewöhnen. Guten Morgen, Leute. Wir haben heute einfach schon unseren letzten richtigen Tag hier in Canggu. Das Wetter ist top. Wir gehen jetzt erstmal was frühstücken und ja. Guten Morgen, Leute. Wir verlassen heute Canggu und fahren weiter nach Ubud. Vielleicht noch mal ganz kurz zu Canggu an sich. Wir fanden beide, dass es wirklich so für den Start, für unseren Bali-Start wirklich perfekt war. Es ist eher touristisch, also man merkt, dass Canggu auf den Tourismus ausgelegt ist. Es gibt super viele Cafés, Restaurants, Beachclubs und ja auch super viele schöne Läden. Aber wie gesagt, es ist halt relativ touristisch, aber es hat uns jetzt eigentlich nichts ausgemacht, großartig. Und ja, wie gesagt, für den Start eigentlich perfekt. Wir haben auch gesagt, vielleicht würden wir auch so zum Schluss nach Canggu, also entweder als erstes oder als letztes. Und jetzt geht's weiter nach Ubud. Damit würde ich dieses Video beenden. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben und einem kostenlosen Abo von euch. Und dann sehen wir uns im Ubud-Vlog.